Die Woche beginnt diesmal mit einem Bananeneis mit ganz viel Samen und Kernen, die da sozusagen oben drüber gemacht sind. So, jetzt gibt es einen lila Smoothie, wurde mir gesagt. Und ja, da sind sehr, sehr viele Aronia-Beeren drin. Und ja. Und zum Abend esse ich Bananen. Also 6 Bananen insgesamt und Körner. Ja, und zum Morgen nochmal die Kombination, die ist ziemlich geil. Einfach reife Bananen und dieser Kernemix. Mega. Immer mal abbeißen, dann hier davon was essen. Richtig, richtig geil. Heute Mittag und heute Abend gab es diesen Tomatensalat mit Zwiebeln, Basilikum, Öl, Essig, Salz und Pfeffer. Am Mittag habe ich noch vergessen aufzunehmen. So, ich mache gerade meinen Smoothie und ja, wollte ich mal zeigen, also wenn ihr so einen Hochleistungsmix habt, wie hier zum Beispiel den Harexco oder was weiß ich, den Omniblend oder Ultratech, Vitamix, wie auch alle die heißen, und ihr seht hier, da sind so noch ein bisschen Zeug von Spinnenweben dran oder die ganzen Stöcke hier was, ihr könnt das einfach so hier reintun in den Mixer und das wird halt jetzt komplett pulverisiert. Ne? Also ihr müsst euch da keine Gedanken machen irgendwie, das wird alles komplett zerlegt. Einfach rein damit, das sind ja tolle Ballaststoffe. Wer weiß, was da alles noch in den Dingern drin ist, in den Stielen, die keine Sau jemals untersucht hat, weil keiner auf die Idee kommt, die zu essen. Alles rein in den Mixer, füllen und perfekto. Jetzt gibt's übrigens einen Smoothie. So, hier mal exemplarisch eine Handvoll Sprossen, habe ich bestimmt diese Woche 2 oder 3 gegessen. Einfach mal so eine Handvoll Sprossen und zum Snacken ist das dann meistens auf der Hand unterwegs, wenn ich mal rausgehe. Oder ja, einfach mal so. Wenn sie ein bisschen grün wird, langsam aufpassen, aber das noch gut vertragt. Jetzt bei den Mungbohnensprossen, ja, die Wurzeln und so weiter, kein Problem. Also, jetzt gibt es wieder mal eine Packung oder eine Handvoll Mungbohnensprossen. Jetzt gibt es wahrscheinlich die letzte Gurke aus dem Garten. Und jetzt gibt es ein Bananeneis mit leicht gewürzt mit so Lebkuchengewürz und etwas Dattelpaste und eine Spur Sahne. So, und jetzt zum Abendbrot nehme ich Gnocchi mit Tomatensauce, wurde mir ja gemacht. Und das ist ein schön. Aber Gnocchi oder Gnocchi? Gnocchi sagt man doch. In Sachsen sagt man Gnocchi. Und morgen gibt es wieder einen Salat. So, jetzt gibt es mal so, einfach mal so richtig. Einfach mal Scheiße essen. Und aber mit Lust. Und dann ist das vollkommen in Ordnung. Es gibt jetzt hier 3 große Pizzen. So, ich bediene mich gerade wieder im Garten. Das sind hier Tomaten. Dann habe ich jetzt 2 Maiskolben gegessen, ein Kohlrabi gegessen und da hinten noch einen Apfel gegessen. Also eine Garten-Schnurpser-Session. Und jetzt gibt es einen Smoothie. So sehen die Smoothies immer gemixt aus. Der eine oder andere möchte das mal sehen. So, also so ein Smoothie gibt es jetzt. So, und jetzt gibt es noch Maiskolben aus dem Garten. So, jetzt gibt es einen Riesensalat wieder in meiner großen Schüssel mit Spinat, selbstgeernter Paprika, ganz viel aus dem Garten, Gurke, Tomate, alles was so angefallen ist, ein riesen Monstersalat, mindestens 50.000 Kalorien. Und jetzt gibt es wieder einen großen Salat, beziehungsweise der Rest von dem Salat, der sozusagen übrig geblieben ist.